Hallo, ich habe mir drei Sachen aus der Serie von Essence mit. Das heißt, es ist eine kleine Vorschau an die neuen Produkte, die ins Sortiment kommen. Und ja, diese drei Sachen haben es mir ganz besonders angetan. Und ich freue mich riesig auf das neue Sortiment, weil da so viele Sachen dabei sind, die ich unbedingt haben möchte. Und ja, dann zeige ich euch mal die drei Produkte, die ich mir mit habe und sage euch ein bisschen was dazu und sage euch, was es sonst noch gab. Und dann fangen wir mal an. Als erstes habe ich mir diesen Nagellack ausgesucht und zwar ist der mit Sand- und Glitzereffekt und ist in so einem dunklen Schwarz, dunkelblau meine ich, beziehungsweise schwarz. Und ja, da gab es vier verschiedene Lacke, glaube ich, mit so vier Effekten. Und ja, der hat mir am besten gefallen und schaut so aus. Und er ist sehr gut zum Auftragen, hat den ganz normalen Applikator halt, was die Color and Go Lacke haben. Und auf dem Nagel schaut er so aus. Und ja, ich finde den Effekt wirklich sehr schön. Also es glitzert und ist so sandig, wenn man drüber fasst. Und ja, deswegen hat mir der sehr gut gefallen. Und der kostet 1,55 €. Dann habe ich mir einen Lippenstift mit und da gab es fünf oder vier verschiedene Farben. Und ja, die haben mir alle sehr gut gefallen, aber ich wollte mir jetzt nicht schon wieder so viele Lippenstifte kaufen. Deswegen habe ich mich für diesen hier entschieden und es ist die Nummer. Jetzt fokussiert der nicht. 70 Natural Beauty. Und die Farbe ist so ein schöner Alltagston. Der hat mir einfach sofort gefallen, auch schon, wo ich ihn rausgedreht habe. Er schaut so aus, ist nicht so ein knalliges Pink und ich swatch euch den mal. Ich fand die Farbe so schön. Also ist echt so eine schöne Farbe und ich habe mich so verliebt in den, dass ich den auf jeden Fall haben musste. Und ja, der ist matt, also nicht glänzig und hat auch hier dieses Essence-Logo, wie die neuen Lippenstifte halt haben. Und der kostet 2,25 € und ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall noch in den anderen Farben holen, wenn es den dann im Standardsortiment gibt, weil er ist echt sehr, sehr schön und hält auch lange auf den Lippen und ja, der gefällt mir sehr gut. Und als letztes habe ich mir einen Metal Glam Eyeshadow mit und ja, da waren fast alle auf dem Aussteller weg. Also es gab nur noch diesen hellen Ton. Das ist die Farbe 020 Coffee to Glow, obwohl ich finde, der ist gar nicht so braun, wie Kaffee oder so. Aber ja, und auch in denen waren nur noch, von denen waren nur noch drei da und in jedem war reingedatscht. Das hasse ich. Aber es ist halt leider blöd, weil die hatten gar keine Tester da. Da muss man den ja irgendwie ausprobieren. Und ja, ich habe den letzten ergattert, in den nicht reingetatscht war und die schauen so aus. Und die glitzern so schön. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie der geswatcht ausschaut. Okay. Man sieht es jetzt wahrscheinlich gar nicht so stark. Der glitzert sehr. Und wenn man ihn, wenn man reinfasst, dann wird der so. Also das heißt, da geht dann dieses obere Glitzer ab. Man sieht es auch hier an meinem Finger. Da ist jetzt das ganze Glitzerige dran. Aber ich hoffe, dass er trotzdem schön ist und ich wollte ihn mir auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was an denen so besonders sein soll. Ich bin mal einfach gespannt, den auszutesten. Den gab es noch in Blau, aber ich habe es nicht so mit blauen Lidschatten, weil es schaut meistens echt dumm aus. Und der Lidschatten kostet 2,45 €. Und ich finde die Essenspreise echt sehr, sehr erschwinglich. Also da nimmt man sich gern mehr Sachen mit als zum Beispiel jetzt bei der P2 LE. Die sind halt immer echt sehr, ja, teuer, beziehungsweise auch die Catrice LEs. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut über die drei Produkte und so, ich habe jetzt gerade mal mein Handy geholt, um zu schauen, was es noch gab. Und da bei diesen Metal Glam Eyeshadows, da gibt es noch diese vier Farben. Und ich wollte unbedingt diesen rostfarbenen, aber ja, die gab es bei uns leider nicht mehr. Und auch der braune schaut sehr schön aus. Ich muss mal noch in den anderen Müller oder DM schauen, ob es es da gibt. Dann gab es noch einen Crystal Eyeliner, aber das gefällt mir jetzt auch nicht so gut, weil ich finde, bei diesem hellen Ton von den beiden sieht man eh nichts auf dem Lid und ja, das ist nicht so mein Fall. Dann gab es eine neue Mascara, die heißt Get Big Lashes, aber ich habe jetzt meine Mascara gefunden, die von Catrice und deswegen hat mich das auch nicht so interessiert. Und den Lippenstift gab es noch in einem braunen Nude-Ton und einem knalligen Pink. Ja, da werde ich mir auf jeden Fall noch den Nude-Ton holen, denke ich. Und dann gab es noch einen Silky Touch Blush, aber ich habe mir jetzt so viel Blush gekauft, dass mich der auch nicht interessiert hat.
Und ja, dann gab es noch viel Lacke und einmal gab es diesen Sand- und Glitzerlack, dann einen ganz normalen Weiß mit so Perleffekt, dann gab es einen rosanen, da weiß ich aber nicht, was bei dem besonders war, und dann gab es einen so goldenen Flipflop-mäßigen. Ich zeig's euch mal schnell auf dem Foto hier. Das schaut so aus. Also der funkelt oder spiegelt sich noch so lila. Und ja, das war die LE und ja, schaut sich auf jeden Fall an. Ich fand sie echt sehr schön.